Tja, meine Damen und Herren, was ist schon ein verhüllter Reichstag gegen ein unverhülltes und gefülltes Olympiastadion, in dem sich vor allen Dingen über 76.000 Zuschauer heute sicherlich nicht in Schweigen hüllen werden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 52. DFB-Pokalfinale hier im Berliner Olympiastadion zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Traditionsgemäß ist das Ganze natürlich immer ein ganz besonderes Ereignis, nicht nur für die Spieler, sondern natürlich auch für die vielen Fans. Wir haben einen kleinen Blick auf ein schon fast gefülltes Olympiastadion. Da kommen natürlich immer noch mehr, das sehen Sie ganz oben am Bildrand, dazu. Das ist schon traditionsgemäß auch vor allen Dingen eine sehr, sehr faire Angelegenheit, auch unter den Fangruppen, in Anlehnung auch so an das FA Cup Final jährlich im Londoner Wembley Stadion. Also wie gesagt, dieses Endspiel immer etwas ganz Besonderes. Es könnte in diesem Jahr noch etwas besonderer werden, denn zu Recht weiß natürlich keiner, wo ist denn der Gegner. Beide Mannschaften tragen nämlich in erster Linie grün-weiß und ich könnte mir vorstellen, dass sie nachher auch alle tatsächlich in den Armen liegen. Nachher, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und kommen deshalb zu einer Sache, die ich eigentlich ganz gut finde, denn in jedem von uns steckt ja so ein kleiner Bundestrainer, nicht? Manchmal auch ein großer und dementsprechend weiß natürlich auch jeder, wie so die deutsche Nationalmannschaft auszusehen hat. Wenn dann die Möglichkeit besteht, die auch noch mit ein paar Stars aus dem Ausland, aus der Bundesliga aufzufüllen, dann ist das umso besser. Die ARD und Bild am Sonntag hatten eine gute Idee, haben ein Riesenrätsel gestartet und haben gesagt, sie können teilnehmen und uns mal sagen, wie eigentlich ihre Elf dieser Saison, dieses Jahres aussieht. Sie haben gewählt und so, schauen Sie mal hin, so sieht sie aus. Die Nummer 1 ohne Wenn und Aber, Andreas Köpke. Der Frankfurter erhielt fast doppelt so viele Stimmen wie seine Konkurrenten Stefan Kloß und Oliver Reck. Der Libero des Jahres, Matthias Sammer, absolut mit dem zweitbesten Ergebnis der Auswertung der Lückenbüßer des Meisters. Die beiden Abwehrspezialisten, zunächst Thomas Helmer von den Münchner Bayern, der neue Chef im Süden. Dicht gefolgt vom deutschen Meister aus Brasilien, Julio Cesar, er bildete mit Sammer und Schmidt zusammen die beste Abwehr der Liga. Das Mittelfeld, der Mann, der die meisten Stimmen erhielt, Mario Basler vom Vize aus Bremen. Mit Heiko Herrlich holte er sich die Torjägerkrone. Andreas Herzog zusammen mit Basler erzielte er fast die Hälfte der Bremer Tore. Der dritte Mann im Mittelfeld kommt von der Überraschungsmannschaft der Liga, Rodolfo Cardoso aus Freiburg. Da konnte man schon hinsehen. Und Stefan Effenberg vom Tiger zum Leitwolf der Gladbacher. Nach ihm erst Thomas Hessler und Andreas Möller. Der Treffsicherste mit dem drittbesten Ergebnis, Heiko Herrlich, schoss die Fohlen in das internationale Geschäft. Schon mit Abstand Stefan Chapuisat. Leider fiel er durch seine Verletzung aus. Am Ende nur noch Zuschauer, aber zur Erinnerung, er traf immerhin 12 Mal. Tante Käthe aus Leverkusen, Rudi Völler, schließt die Aktivenliste ab. Trotz vieler Querelen am Rhein, 16 Mal ins Netz, alle Achtung. Der Meistertitel blieb Otto Rehhagel versagt. Dafür wurde er der Trainer des Jahres mit deutlichem Abstand vor Finke und Ottmar Hitzfeld. Auf nach München, Otto. Tja, also es scheint ein echtes Bedürfnis gewesen zu sein, da mal ein bisschen mitzumachen von Ihnen, meine Damen. Zeit für einen kleinen Plausch mit den wenigen Zaungästen und dann ging es schon los. Mit dem Bus in Richtung Trainingsgelände zum letzten Warm-up vor dem großen Finale. Und während sich der Spielertross ohne größere Probleme in Bewegung setzte, ging zur gleichen Zeit rund um den Potsdamer Platz überhaupt nichts mehr. Wenn schon Berlin, dann auch Christo und sein verpackter Reichstag. Im zukünftigen Parlamentsviertel regierte König Fußball, viele Borussen-Fans und siegessichere Wolfsburger. Hundertprozentig. Nur Wolfsburg gewinnt. Wolfsburg gewinnt 2-1. Das Wunschergebnis sicherlich auch für die Hauptpersonen des heutigen Abends. Zum einen Pele Wollitz, viel wird von der Spiellaune des Ballkünstlers abhängen. Zum anderen Sigi Reich, dem 35-jährigen Fußball-Oldie, haben es die Wolfsburger zu verdanken, dass sie heute im Finale stehen. Im Halbfinale beim 1. FC Köln zeigte der Torjäger einmal mehr, was er wert ist. Am Ende stand es 1-0 für Wolfsburg und vielleicht klappt es heute wieder. Ja, es wäre schön, wenn ich treffen würde und wenn es auch noch reichen würde zum Pokalsieg. Aber ich glaube, es ist egal, ob ich treffe oder jemand anders. Wichtig ist, dass wir geschlossen diese Partie gehen und unsere Außenseiterchance wahrnehmen.
Trainer Gerd Roggensack versuchte seine Männer in Einzelgesprächen auf den Saisonhöhepunkt einzustellen. Im Insgeheimen träumen alle Wolfsburger davon, auch heute wieder jubeln zu dürfen. Sprecherplatz im ausverkauften Olympiastadion. 76.000 Zuschauer, die Stimmen und Stimmungsverhältnisse etwa gleichmäßig verteilt. Jeder Club hat 15.000 Karten bekommen. Und selbstverständlich hätte dieses Spiel noch viel, viel mehr angelockt hierher ins Olympiastadion zu diesem 52. Pokalfinale. Der Sprecher kündet hier gerade die Mannschaftsaufstellung an. Der Bundespräsident Roman Herzog wird später den Pokal überreichen. An wen? An den Außenseiter, den VfL Wolfsburg, der heute den größten Tag in seiner Vereinsgeschichte erlebt. Oder an Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft vom Niederrhein, die fünfmal deutscher Meister war, zweimal Pokalsieger und zweimal den UEFA-Pokal gewann. Netzer, Vogts und Heynckes Jupp holen den UEFA-Cup, wie sie damals am linken Niederrhein skandierten. Aber das ist alles Geschichte, auf die wir vielleicht hier und da nochmal zurückkommen werden. Jetzt freuen wir uns mit 76.000 auf ein hoffentlich spannendes, unterhaltsames Pokalfinale. Borussia Mönchengladbach, das den UEFA Cup schon sicher hat, wird gleich in folgender Mannschaftsaufstellung kommen. Mit Uwe Kamps im Tor. Beste Saison mit Carsten Meyer mit der 2. Klinkert, dem Kapitän, mit der 3. Andersson, dem Schweden, mit der 4. Hochstetter vor der Abwehr mit der 5. 9 mit der 6. Flipsen mit der 7, Winhoff mit der 8, Dahlin, der Schwede, mit der 9, Effenberg mit der 10 und Heiko Herrlich mit der 11. Der Trainer Bernd Kraus gelassen mit seinen 38 Jahren und so will er taktisch spielen lassen. In der berühmten Vierer-Abwehrkette, die er als einziger Trainer durchsetzt in der Bundesliga, davor Hochstetter, ein eminent wichtiger Mann. Im Mittelfeld Effenberg, Flipsen, der 7 Monate pausierte nach einem Kreuzbandriss und sich dann mit einem tollen Tor gegen Frankfurt zurückmeldete. Und Winhoff, einem Berliner übrigens, und vorne Herrlich und Dahlin. Das also ist das beste Angebot der Mönchengladbacher zurzeit. Und nun schauen wir uns die Wolfsburger an. Hier kommen die Mannschaften und ich denke, dass wir jetzt erst die Nationalhymne hören. Stimmung lässt das im Moment noch nicht zu. Ein prächtiges Bild und eine friedliche, angeregte Atmosphäre im Münchner Olympiastadion. Links die Wolfsburger, rechts die Gladbacher, die noch eine Trainingsjacke anhaben. Es ist empfindlich kühl im Berliner Olympiastadion. Thank you.
Hier die beiden Wolfsburger Verantwortlichen, Gerd Roggensack, der Kleinere, und Uwe Kliemann, der Funkturm, den Sie gerade hier in Berlin natürlich noch kennen. So wird der VfL gleich spielen. Mit Zimmermann im Tor, Brunner mit der 2, Libero ist Lieberam, Probst, Mandecker zusammen mit dem Dänen Jan Jensen, Seliger im Mittelfeld, Klein, Dammeier, Sigi Reich, der die Hoffnungen der Wolfsburger trägt, Wollitz der Kapitän und Stefan Meissner die zweite Spitze. Und dazu Gerd Roggensack, erst in diesem Jahr in Wolfsburg Cheftrainer geworden. Und das ist seine taktische Vorstellung mit Lieberam als Libero, mit den beiden Manndeckern Jensen und Probst, mit einem Fünfer-Mittelfeld, aus dem Wollitz zwar nach vorne stoßen soll, sich gleichzeitig, wir haben es eben gehört, aber auch um Stefan Effenberg kümmern soll, und die Sturmspitzen Reich und Meissner. Das ist Martin Dahlin und neben ihm der Schiedsrichter Eugen Striegel. 69 Bundesliga-Einsätze, er pfiff sozusagen Dortmund zum Meister im letzten Spiel gegen den HSV. Auch das Abschiedsspiel von Guido Buchwald. Und er verabschiedet sich heute von der großen Fußballbühne. Bahnbeamter aus Stuttgart, dort für die Betriebsführung der Bahn verantwortlich. Gladbacher mit Anstoß, überwiegend in Weiß. Ich denke, sie können die beiden Mannschaften ganz gut auseinanderhalten. Wolfsburg in Grün. Das ist Peter Winoff, der kommt aus Berlin, hat aber hier noch nie gespielt. Kam von den Reinickendorfer Füchsen im Olympiastadion. Andersson und 9. Uwe Kamps mit einer neuen Pokalfrisur. Ganz wichtig für die Wolfsburger, dass sie in der Anfangsphase sich nicht überraschen lassen, sondern dass sie das Spiel mitspielen können, wie es Gerd Roggensack eben auch angekündigt hat. Aber zwischen taktischem Vorsatz und Umsetzen vor 76.000 kann ja ein Unterschied liegen. Seliger ist das gegen Effenberg. Dattmeiers Einwurf. Und da rufen sie Sigi. Erster Schuss von Libero Lieberam. Interessanter Mann, eigentlich aus Sachsen, spielte bei Dynamo Dresden, kam aber, man höre und staune, aus Südkorea und spielte dort bei Hyundai Ulsan, ist aber schon seit 3 Jahren in Wolfsburg. Andersson, einer der Stabilisatoren in der Viererkette. Kapitän Michael Klinkert und Thomas Kastenmeier, der Mann mit dem harten Schuss. Stefan Effenberg. Er hat die Mannschaft mit nach vorn gerissen, auch in Spielen, in denen er selbst nicht die Bestform hatte. Hier sehen wir mit der 5 Jan Jensen, der hatte Probleme mit dem Knie. Er wird sich mit Heiko Herrlich auseinandersetzen. Umgekehrt Probst mit dem kleineren Dali. Freistoß Effenberg.
Jörg Neun. Ganz riskanter, aber gelungener Querpass. Und das ist Meißner mit der 11. Aufsteiger des Jahres, U21-Spieler, inzwischen aber schon Uwe Kamps und die Gladbacher, die am Anfang das Spiel erstmal zu kontrollieren versuchen. Karl-Heinz Flipsen. Er wird von Seliger. VfL übrigens heißen sie beide. Wenn also hier VfL gerufen wird, dann müssen das nicht unbedingt die Wolfsburger sein. Der komplette Titel der Gladbacher ist VfL Borussia Mönchengladbach. Zimmermann ganz sicher. Dabei haben sie ihn früher, als er bei Fortuna Köln spielte, mal nachgesagt, er sei gelegentlich nervös. Er hat inzwischen begonnen zu meditieren. Und was das geholfen hat, das hat er bewiesen im Halbfinale beim 1. FC Köln mit seinen tollen Paraden. Blick auf die Ehrentribüne. Da ist in der Mitte Bundeskanzleramtsminister Kohl, daneben der regierende Bürgermeister von Berlin. Links Gerhard Mayer-Vorfelder, der heute dem Bundespräsidenten bei der Pokalübergabe assistieren wird in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des DFB. So viel der Ehre. Jetzt bleiben wir lieber wieder unten. Ich sollte vielleicht noch nachtragen, auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Schröder, sitzt auf der Ehrentribüne. Wir haben ihn am Anfang ganz kurz sehen können. Erster Eckball für die Wolfsburger und das macht der Kapitän Klaus-Dieter Wollitz. Linksfuß, daher dieser Anlauf. Seliger Flipsen gesperrt, ohne den Ball spielen zu wollen. Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Reich. Da hat sich Kastenmeier wehgetan und es gibt die erste gelbe Karte. Wir sehen das nochmal. Das war Seliger. Thomas Seliger, der erst in der Winterpause von München 60 zu den Wolfsburgern stieß. Darlin, 1:0. 13. Minute. Die Glücksminute für den Schweden und seine Borussen. Und die Unglücksminute für den Außenseiter aus Wolfsburg. Und
Wir werden gleich in der Zeitlupe sehen, wie toll Carsten Meyer das vorbereitet hat mit diesem gefühlvollen Heber. Geschickt gestoppt. Und da hat Zimmermann natürlich keine Chance. Jetzt ist natürlich das passiert, was die Wolfsburger unbedingt vermeiden wollten, ein frühes Führungstor. Denn jetzt müssen sie aufmachen und kommen mit Wollitz. Schöner Schuss von Brunner. Spiel ist nicht unterbrochen. Kamps kann weiterspielen. Zwar mit den Füßen im Tor aus, aber nicht der Ball. Kurzer Blick auf die Gladbacher Bank. Und hier hat sich jetzt wohl Jan Jensen verletzt, der schon leicht lädiert in dieses Spiel gegangen ist. Ein ganz wichtiger Mann. Täuber gegen Herrlich. Der Wolfsburger bleibt Sieger auf Kosten des ersten Eckstoßes für Borussia Mönchengladbach. Prima Stimmung im Berliner Olympiastadion, auch bei den Wolfsburgern, die 0:1 zurückliegen. Das ist Hans-Jürgen Brunner. Seliger. Ah, da sprang ihm. Ich höre gerade von unserem Regisseur Volker Drews, dass bei Jan Jensen eine Wadenverletzung vorliegt. Die hat also direkt nichts mit dem Knie zu tun. Aber manchmal läuft man ja unrund bei einer Knieverletzung und es ist sozusagen dann doch die Spätfolge. Gladbacher weiterhin ganz diszipliniert, ziehen ihr taktisches Spiel. Wollitz. Ja, das hat der Wollitz nicht gesehen, dass der Reich plötzlich stehen blieb. Hier wäre natürlich der Rückpass die optimale Lösung gewesen. Aber daran hat er ja nicht mitgestrickt und er hat sehr schnell auch große Akzeptanz bei seinen Wolfsburger Spielern gefunden. Sie hören da vielleicht die Stimme von Bernd Kraus, dem Trainerkollegen Roggensacks. Heiko Weiter, komm, da ist er. Flipsen bewegt sich wieder. Wie vor seiner schweren Verletzung ist er ein eleganter Fußballer. Hier im Duell gegen Seliger, der schon gelb sah. Und der hier sehr gut aufgepasst hat. Na, Schiedsrichter Striegel gibt da Foulspiel gegen Seliger. Striegel, der dieses Spiel bisher gut im Griff hat. In dieser Situation, meine ich, hätte der Pfiff nicht unbedingt sein müssen. Klein. Wollitz, da springt ihm der Ball.
Die Gladbacher stehen da hinten einfach zu gut organisiert. Können einem die Wolfsburger Angriffsversuche geradezu leid tun. Aber ein 1:0 ist kein sanftes Ruhekissen. Ja, da hat Dahlin weggedrückt. Er sollte vorsichtig sein mit diesen Missfallenskundgebungen. Das kann schnell gelb oder sogar eine dunklere Farbe geben. Scheibenwischen. Wieder hatte da Kastenmeier vorbereitet für Hochstetter. Und jetzt Wollitz. Meißner hält sich schön an der Außenlinie auf. Aber das ist schwer gegen Patrick Andersson. Immerhin der zweite Eckball für den VfL Wolfsburg. Wollitz tritt ihn. Ja. Beinahe hätte Brunner den Ball erwischt. Aber jetzt sind sie hinten entblößt. Da hätte Winoff mehr Kapital draus schlagen können. Kalle Flipsen. Das war schon ein bisschen zulässig. Einwurf Wollitz. Täuber. Probst. Mandecker gegen Dahlin. Täuber, der es mit Herrlich zu tun hat. Von Herrlich haben wir noch nicht viel gesehen. Noch 4 Minuten bis zur Pause. Wollitz bemüht sich enorm um den Spielaufbau seines VfL. Seliger. Und jetzt Reich. Uwe Kamps, der kam mal vor 13 Jahren von BV 04 Düsseldorf an den Bökelberg. Wie gesagt, im letzten Jahr seine stärkste Spielzeit. Gibt's gegen das Sicherheitsspiel der Gladbacher Pfiffe, aber die mögen dran gedacht haben. Vor 3 Jahren gegen den Zweitligisten Hannover 96, da stand zur Halbzeit 0-0 und dann mussten noch 120 Minuten insgesamt gespielt werden. Jetzt führt Gladbach 1-0, aber Wolfsburg kommt plötzlich. Probst. Und wie die sich hier reinhängen, die Zweitligisten aus Niedersachsen, spricht für ihre gute Moral.
Brunner. Ja, da hat er sich wohl fallen lassen. Kleiner Schubser war vielleicht dabei. Aber sicher kein Strafstoß. Winoff. Hier sehen wir nochmal die Szene mit Effenberg. Nein, also es war überhaupt nichts, noch nicht mal der kleine Schubser. Gerade mal ein leichter Stoffkontakt. Ja, plötzlich hat man das Gefühl, dass die Gladbacher etwas den Faden verloren haben. Das ist ja so. Gehen früh in Führung, der Gegner wird noch geschockt durch den Ausfall seines wichtigsten Manndeckers, Jan Jensen. Man hat das Spiel im Griff, denkt vielleicht, da kann nicht viel passieren. Und plötzlich ist der Spielfluss, diese kontrollierte Offensive, um ein Rehhagelwort zu verwenden, weg. Und die Wolfsburger merken das und versuchen es umzusetzen. Ja, aber Hochstetter. Jetzt Reich. Und Seliger springt da fair über Kamps hinweg. Der Mann, der bisher in einem fairen Spiel als einziger gelb sah. Aber Sie sehen durch diese Spielszenen, dass die Wolfsburger alles andere machen, als sich schon aufzugeben. Und dazu haben sie auch überhaupt keinen Grund. Die letzten Sekunden vor der Pause. Es gab ja verletzungsbedingte Unterbrechungen, deswegen besteht durchaus Anlass für Schiedsrichter Striegel, hier ein bisschen nachspielen zu lassen. Dahlin, Schütze des bisher einzigen Tores. Gegen Probst. Zweiter Eckball für Borussia Mönchengladbach. Jörg Neun wird treten, auch einer, der viele Muskelprobleme hatte im Verlauf der zurückliegenden Saison. Herrlich gegen Täuber. Effenberg. Der war für den kleinen Flipsen ein bisschen zu hoch. Und das war zugleich die letzte Aktion im ersten Durchgang. Borussia Mönchengladbach führt mit 1:0. Sicher, wenn man die ersten 30 Minuten nimmt, sehr verdient durch diesen Mann, durch den schwedischen Nationalstürmer Martin Dahlin. Dieter Groschwitz, bitte. Ja, Uwe Zimmermann, aus Ihrer Sicht das Tor ein bisschen unglücklich. Der Dahlin hat schon nach rechts und nach links genau in die Mitte geschossen. Ja, wir hatten auf Abseits spekuliert, das ist misslungen. Und hat den Ball gut getroffen, also ziemlich nah an meinem Körper. Da habe ich den Fuß nicht mehr schnell genug rausbekommen. Und eigentlich müsste es unentschieden noch stehen. Aber ich hoffe, dass wir das in der zweiten Halbzeit noch wegmachen können. Eine Monster-Situation zum Zusammenprall mit Stefan Effenberg. Kein Foul, auch unglücklich. Es war Heiko Herrlich. Zusammen mit Herrlich. Und es war unglücklich. Also ich wollte abbremsen und er läuft durch, weil er mich wahrscheinlich nicht gesehen hat. Und dadurch ist der Zusammenprall zustande gekommen. Also es war keine Absicht. Danke. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Und damit geben wir zunächst ab nach Hamburg zu den Tagesschau-Themen. Das DFB-Pokal. Ist alles gesagt und in diesem Moment beginnt die zweite Spielhälfte. Mal sehen, ob die Wolfsburger den Ausgleich noch schaffen, den nicht nur Roman Herzog ihnen gönnt, damit hier noch ein bisschen Leben in das Berliner Olympiastadion kommt. In der Tat ist die Stimmung gut, aber sie wäre natürlich viel besser, wenn es hier noch einen Fight auf Biegen und Brechen geben würde. Da ist der Torschütze Dahlin. Da ist Hochstetter und da ist Effenberg gegen Zimmermann.
Ja, gegen den Zimmermann kommt man nicht so leicht an. Auch hier ein harter Zusammenprall. Spiel lief zu Recht weiter. Eins zu null Führung der Mönchengladbacher Borussia, deren Trainer Bernd Kraus natürlich keinen Anlass hat, auszuwechseln. Außerdem ist das im Pokal ohnehin so eine Sache, weil man ja nicht weiß, was noch kommt. Bei möglichen 120 Minuten insgesamt. Effenberg. Jetzt auch Abstimmungsprobleme im Mittelfeld der Wolfsburger. Täuber macht das gut. Klein. Zweiten Mal getroffen, Heiko Herrlich. Dieses Mal war es ein Foul von Täuber. Eben der Zusammenprall mit Zimmermann im ersten Durchgang. War unglücklich, aber keineswegs verschulden des Torhüters. Günter Netzer mit Frau ist hier Ehrengast der Gladbacher, denn die haben die gesamte Mannschaft, die Meistermannschaft von 1970 eingeladen. Und fast alle sind sie gekommen, bis auf einen, Berti Vogt. Schauen wir uns mal den Eckball von Wollitz an. Reich. Ja, da sieht man doch in manchen Szenen den Unterschied zwischen Bundesliga 1 und 2. Vielleicht haben Sie die Begründung des Bundestrainers gelesen. Er hätte den Gladbacher Borussen, seinen Borussen, immer Unglück gebracht. Die hätten, wenn er da gewesen wäre, immer verloren. Aber Herrlich. Dali. Herrlich! Zwei zu null durch Effenberg. Und Manager Rolf Rüssmann hebt ihn hoch. Den Mann, den er für 7 Millionen aus Florenz geholt hat. Der vielleicht in diesem Moment Borussia Mönchengladbach zum deutschen Pokalsieger 1995 geschossen hat. Da ist der Pokal, da die tolle Vorarbeit von Heiko Herrlich. Was sollte der arme Zimmermann im Tor der Wolfsburger machen? Kluger Rückpass. Und der Rest ist die Freude von Stefan Effenberg, der gesagt hat, ich will diesen Cup. Ja, da schreit er die Freude raus und springt den langen Rolf Rüssmann an, der so viel getan hat, um aus dem Provinzclub am Niederrhein einen modern geführten, mit Marketinginstrumenten arbeitenden Bundesliga-Spitzenklub zu machen. Spätestens jetzt hat sich auch die Transfersumme amortisiert. Aber Wollitz. Flipsen. Na, da bin ich nicht der Meinung des Linienrichters.
dass das hier abseits war. Da kommt die Ballabgabe. Schauen Sie mal. Eine der ersten Fehlentscheidungen des ansonsten gut agierenden Teams. Christian Hochstetter. Die Position kann Fach auch spielen als der Mann vor der Abwehr. Da muss überhaupt nichts umgestellt werden bei den Gladbachern. Die Vierer Abwehrkette bleibt bestehen. Hier ist wieder Fach am Ball. Carsten Meyer. Jetzt Gelegenheit zu kontern. Seliger. Foulspiel von Fach. Der kam übrigens 91 vom Nachbarclub aus Uerdingen. Hatte zu dem Zeitpunkt schon 5 Länderspiele. Und der Friedhelm Funkel, der in Uerdingen so eine prima Arbeit geleistet hat, der würde ihn am liebsten zurückholen in die Grotenburg. Winoff. Fach. Wollitz, der sehr viel arbeitet. Der junge Stefan Meissner. Kess spielt er. Schön, dass er mal nach innen geht. Klasse Schuss. Der Benjamin mit 22 Jahren. Aus Braunschweig gekommen. Ja, wenn der Fach nicht gestört hätte und es hätte einen kontrollierteren Schuss geben können, wäre vielleicht der Anschlusstreffer fällig gewesen, der dem Spiel gut tun würde. Natürlich, meine Damen und Herren, in so einem Pokalendspiel werden viele neutrale Beobachter bei Ihnen zu Hause mit dem vermeintlichen kleineren, schwächeren gehalten haben. Hier führt der Stärkere. Hier führt Borussia Mönchengladbach auch verdient. Mit 2:0 durch die Tore von Dahlin und Effenberg. Zimmermann an beiden Toren machtlos. Das 1:0 hat er in der Pause selber gut analysiert. Wie geht's denn dem Christian Hochstetter? Waldemar Hartmann, bitte. Christian, verletzt, was war's genau? Ich habe mir das Innenband überdehnt beim Foul vom Sigi Reich. Ja, das ist das Problem. In der zweiten Halbzeit ging es ohnehin ein bisschen zur Sache. Ne? Da wurde da doch ein bisschen auf die Stecken geklopft, wie die Fußballer sagen. Ja gut, es ist ein Pokalspiel, es ist ein Endspiel. Ist doch ganz klar, dass es da ein bisschen härter zur Sache geht. Aber ich glaube, es ist nicht unfair, das Spiel. Das Ding ist jetzt, glaube ich, im Sack für Borussia. Ja, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch 20 Minuten zu spielen und wir sollten uns die 2-0-Führung nicht mehr nehmen lassen. Alles klar, danke Christian, danke. Weiter mit Heribert. Gute Besserung und ja, es sind noch 20 Minuten und 30 Sekunden, um genau zu sein. 2:0 Führung für Borussia Mönchengladbach. Seit 87 haben sie nicht mehr in einem internationalen Wettbewerb gespielt. Damals im UEFA Cup. Den hatten sie ja schon sicher in der Bundesliga. Und inzwischen dürfte auch in München die ein oder andere Flasche schon allmählich entkorkt werden. Noch knapp 20 Minuten. Wird in 2 Tagen 27 der Michael Butrei. Und
nochmal ein Linksfüßer, Ulf Volker Probst. Butrei gegen Carsten Meyer, da kommt jetzt frischer Wind von links, der in der Tat im ersten Durchgang mit Dammeier fehlte. Die meisten guten Aktionen der Wolfsburger, viele waren es ja nicht, kamen über rechts. Und immer wieder über Wollitz, der alles gibt als Kapitän des VfL in seinem letzten Spiel für die Wolfsburger, bevor er in die Pfalz zum ersten FC Kaiserslautern wechselt. Gut gedacht von Meißner, aber so schnell ist der Butrei auch wieder nicht. Bernd Kraus, eben schon in Sprechchören gefeiert. Schauen Sie mal in sein Gesicht und erinnern Sie sich mal an die Hektik und Aufgeregtheit anderer Trainer. So ist er immer, egal ob er 2-0 führt oder 2-0 zurückliegt. Und das wirkt natürlich auf eine Mannschaft und das imponiert auch. Kalle Flipsen, Kreuzbandriss in diesem Jahr, in dieser Spielzeit, darf noch mal dran erinnern, führte sich toll ein mit einem Tor gegen die Frankfurter und ist jetzt wieder der Spielmacher der Borussia. Bleib lieb, Heiko, mal sehen, was der Heiko macht. Manager Rolf Rüssmann soll ihm gesagt haben, wenn das richtig dicke Angebot kommt, dann reden wir auch über eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der Vertrag, der noch bis 97 läuft. Und natürlich würden dann die Dortmunder ihn liebend gern nehmen. Oh ja, mit allem Erlaubten und Unerlaubten, da wäre schon pfiffällig gewesen nach diesem unerlaubten Griff von Probst. Etwas mehr als 8 Minuten im Berliner Olympiastadion, wo Borussia Mönchengladbach mit 2-0 führt. Heiko Herrlich wird munterer im zweiten Durchgang. Ersten Mal stark lädiert, sagen wir leicht lädiert nach einem Zusammenprall mit Torwart Zimmermann. Und je näher der Schlusspfiff kommt, desto euphorischer die Stimmung bei den Borussen-Fans. Und es gibt ja in ganz Deutschland viel mehr als die 15.000, die hier sind. Mönchengladbach war in den 70er Jahren die Mannschaft, die den schönsten Fußball in Deutschland spielte.
und die uns eigentlich alle begeistert hat. Und so ein bisschen Nostalgie ist da drin, daran mag auch Gerd Roggensack denken, der ja auch eine lange Bundesliga-Laufbahn hinter sich hat. Heute war er mit seiner Zweitligamannschaft Zweiter. Und ich denke, man darf der Truppe des VfL Wolfsburg hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben das gemacht, was in ihren Möglichkeiten war. Aber sie hatten das Pech, heute auf eine diszipliniert, geradezu cool spielende Gladbacher Borussia zu treffen, die abwartete, bis sich die Möglichkeit zur frühen Führung gab, dann allmählich erst lockerer wurde und als der Gegner aufmachen musste, dann auch konsequent das 2:0 machte. Nun sollten sie ihren Fans und uns allen aber auch noch das Spiel nach vorne weiter bieten. Klinkert macht das hier. Wunderbarer Pass auf Kastenmeier. Wenn Zimmermann nicht aufgepasst hätte. Der Schlussmann der Wolfsburger, trotz der beiden Gegentreffer, auch heute ohne Fehl und Tadel, einige Male hervorragend reagiert. Eine Abseitsposition. Und jetzt regt sich auch der Bernd Kraus mal auf. Aber hier sehen Sie es. Der Linienrichter hatte recht. Heiko Herrlich war im Abseits. Gut 3 gegen Kastenmeier. Täuber. Winoff, auch heute wieder Riesenlaufpensum. Schöner Pass von Flipsen auf Herrlich. Den muss er aber doch jetzt machen. Das 3:0 durch Heiko Herrlich. Sein 6. Tor im Pokalwettbewerb. 20 Bundesliga-Tore. Und ich will ja kein Tröpfchen Wehmut in die Gladbacher Freude mischen, aber ist das sein Abschiedsgeschenk für die Borussia? Wer weiß. Wunderbar gespielt von Kalle Flipsen. Und den Rest macht Deutschlands Torjäger Nummer 1. Es steht 3:0 und Bernd Kraus kann sich zu Recht freuen, denn jetzt sind auch Letzte ohnehin nur noch theoretische Zweifel am Pokalsieg der Borussia aus Mönchengladbach vorbei. Noch 3 Minuten und 3:0 führt die Borussia. So, und nun darf sich auch noch Joachim Stadler die Siegprämie sichern. Er steht zum Einwechseln bereit für Peter Winoff, der, gäbe es einen Kilometerzähler für Spieler, sicher
der beste Mann auf dem Platz gewesen sein dürfte. Wie gesagt, ein Rheinickendorfer Fuchs aus Berlin, aber schon seit 6 Jahren am Bökelberg. Peter Winoff, der sich hier verabschiedet. Und für ihn kommt mit Joachim Stadler noch einer aus der Garde der 1,90 Leute, 1,91 genau. Freistoß von Wollitz, der sich sicherlich mit einer guten Leistung hier von seinem VfL Wolfsburg verabschiedet hat. Ich sage nochmal, ich habe Respekt vor den Wolfsburgern, auch vor dem Torhüter Zimmermann. Aber was bleibt denn Niedersachsen? Sicher ein riesen Prestigegewinn. Sie haben sich auch heute ihren Möglichkeiten entsprechend gut verkauft. Aber ist es nicht letztlich doch ein Muster ohne Wert? Aufstieg an 5 Toren gescheitert. Und nun auch die Pokalhoffnung futsch. Effenberg. Flipsen. Tja. Auch das kann passieren. Das war der lange Stadler im Übereifer. Sigi Reich. Gern hätte ich ihm noch ein Tor gegönnt in diesem Pokalfinale. Wollitz vielleicht. Aber Kamps passt auf, war mit den Füßen im Tor aus, der Ball aber im Spielfeld. Daher läuft das Spiel zurecht weiter. In der letzten Minute. Die Mönchengladbacher Borussia, vielleicht mit dem letzten Angriff. Herrlich. Taktisch diszipliniert. Und ich bin ganz sicher, nach dieser Darbietung wird die Diskussion, sollen wir nicht auch die Vierer-Abwehrkette einführen, in der Bundesliga vielleicht doch wieder intensiver geführt. Bernd Kraus hat es vorgemacht. Denn dadurch hatten sie jederzeit ein Übergewicht. Und jetzt fühlt sich dieser Mann belohnt. Borussia Mönchengladbach ist der neue deutsche Fußballpokalsieger 1995. Die 16 Jahre lange Trockenzeit ist vorbei. 1979 gab es den letzten Titel und jetzt haben sie wieder einen Pott. Herzlichen Glückwunsch an Borussia Mönchengladbach, an alle Spieler, an das Management, besonders an den Trainer und an das Präsidium, an dessen Spitze mit Karl-Heinz Drygalski, der frühere Konditionstrainer unter Weißweiler, steht. Faire Verlierer waren die Wolfsburger. Im zweiten Durchgang ein bisschen ruppig, aber was sollten sie denn machen gegen diese Übermacht der Gladbacher, spielerisch und läuferisch? Runter zu Waldemar Hartmann. Das DFB-Pokal-Endspiel wurde Ihnen präsentiert von ARD und Krombacher. Stefan Effenberg, noch etwas außer Atem, aber ich denke sehr, sehr glücklich. Das war ein toller Erfolg für Borussia Mönchengladbach, auch für dich ein persönlicher, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir haben eine super Saison gespielt und dann dieser Abschluss, das ist einmalig. Der erste Weg nach dem Tor war zu Rolf Rüssmann. Ist das eine besondere Beziehung? Auf jeden Fall ist das eine besondere Beziehung. Er hat es möglich gemacht, dass ich hier spiele bei Borussia Mönchengladbach. Das wollte ich ihm danken und auch zeigen. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Stefan, vor ein paar Wochen hast du gesagt, jetzt machen wir das Double. Da haben schon einige gesagt, jetzt ist der Effenberg schon wieder vorlaut. Nur hat es trotzdem geklappt. Selbstbewusstsein, glaube ich, muss sein. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir immer die höchsten Ziele stecken, die auch realisierbar sind. Und die Meisterschaft war zu einem Zeitpunkt realisierbar. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben den Pokalsieg geholt und das ist sehr, sehr schön. Jetzt wird richtig gefeiert. Alles klar. Danke, Stefan.
Klaus-Dieter Wollitz. Dieser Tag sollte der krönende Abschluss einer guten Saison für Sie werden beim VfL Wolfsburg. Es hat nicht ganz gereicht. Wie tief sitzt die Enttäuschung? Ja, die Enttäuschung steckt natürlich tief. Aber ich denke, die Mannschaft, die hat den Zuschauern ein gutes Spiel geboten. Wir haben in der ersten Halbzeit zum unmöglichen Zeitpunkt ein doofes Tor bekommen, haben dann Mitte der ersten Halbzeit das Spiel dann ein bisschen in den Griff bekommen. Nur wir waren nach vorne zu nervös, wir hätten ein bisschen abgeklärter spielen können, dann hätten wir hier vielleicht eine Sensation starten können, aber so ist, geht der Sieg von Gladbach in Ordnung. Nach dem 2:0 hatte man den Eindruck, war so langsam die Luft draußen. Na gut, der 2:0, der war der Knackpunkt. Selbst da wieder, das war auch wieder ein Zeitpunkt, da hatten wir auch das Spiel im Griff. Oder haben es versucht, wir haben immer nach vorne gespielt, haben aber nicht so die Sicherheit vorne im gegnerischen 16er gehabt und dann kriegen wir so ein blödes Tor. 2:0, das war das Ende, das 3:0, naja gut, das war nur noch für die Statistik. Nicht traurig sein, trotzdem noch einen schönen Abend in Berlin. Ich gebe ab zu Waldemar Hartmann. Ich habe Holger Fach da, der eingewechselt worden ist, und vor der Einwechslung haben wir ganz kurz gesprochen. Hast du gesagt, wenn nichts mehr geht, dann muss der Alte rein mit 32. Holger, das ist auch der größte Erfolg in deiner Laufbahn, nehme ich an. Ja gut, ich meine, ich habe bei der Olympiade auch eine Medaille geholt. Das war damals ein sehr schönes Erlebnis. Aber viel wichtiger ist, dass wir heute das von 1992 gut gemacht haben. Und das ist schon sehr schön, dass wir oder ein Großteil der Mannschaft die Gelegenheit dazu hatte. Ein Großteil der Mannschaft bleibt auch. Es gibt Wechselgerüchte um Heiko Herrlich, aber auch um dich bleibt Holger Fach bei Borussia Mönchengladbach. Ich habe dem Manager erklärt, dass ich eigentlich gerne wechseln würde. Alles klar, Holger, danke schön. Jetzt haben wir den Heiko noch. Wo ist er? Heiko, alles klar. So, jetzt geht's weiter mit Heiko Herrlich. Hey, warte, ich liebe dich! Auch noch ein Tor gemacht, Heiko. Am Anfang war es ein bisschen sauer nach dem Foul von Uwe Zimmermann. War das schlimm? Hat dich das behindert eine Zeit lang? Ja, ich bin da voll mit ihm zusammengeprallt und habe am Anfang überhaupt keine Luft mehr bekommen und hatte auch in der Halbzeit fürchterliche Schmerzen, aber es ging dann wieder in der zweiten Halbzeit. Alles klar, Heiko, nach diesem Erfolg wird es natürlich jetzt eine große Feier geben, aber die Frage bleibt nicht aus, die Gerüchte verstummen nicht. Er wechselt von einer Borussia zur anderen, vom Pokalsieger zum deutschen Meister, oder bleibt er? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich jetzt, wo wir den Pokal geholt haben, dass ich dazu was sage. Alles klar, Heiko. Feiern, okay? Okay, feiert. Dankeschön. So, die stolz sein können über eine tolle Saison, UEFA-Pokalplatz, Pokalsieg, die Integration von Effenberg, die traumhafte Karriere des Jungstürmerstars Heiko Herrlich, die ganze Mannschaft funktioniert. Natürlich geht hier niemand. Siegerehrung ist der Höhepunkt des Pokalwettbewerbs und so wird es auch heute sein. Schauen Sie mal, tolle Stimmung bei den Gladbachern und Sie sehen auch, wie der Schwede Martin Dahlin da mitmischt. Hier aber kommen, wie schon angedeutet, erst einmal die Wolfsburger, tapfere Verlierer und ich sage auch faire Verlierer, obwohl es im zweiten Durchgang ein paar Ruppigkeiten gab. Kapitän Klaus-Dieter Wollitz führt seine Truppe an, dahinter Uwe Zimmermann. Ich sage nochmal, das war kein Foul gegen Heiko Herrlich, der Bundespräsident und der Liga-Ausschussvorsitzende beglückwünschen die Wolfsburger und ich denke, das ist die richtige Terminologie, denn die haben Großes geleistet in dieser Pokalserie. Das ist Karl-Heinz Strigalski, der Präsident der Mönchengladbacher. Und die können sich gar nicht halten vor Freude, Dahlin und Effenberg. Aber zeigt uns auch nochmal die Wolfsburger. Sie haben es verdient. 10:2 Punkte unter Gerd Roggensack. Es hat nicht ganz gereicht zum Bundesliga-Aufstieg. Jetzt geht der Kapitän von Bord, aber das ging in Wolfsburg geräuschlos über die Bühne. Der Manager hat mir gesagt, selbstverständlich gönnen wir Pelé die Chance, mit 29 nochmal in die Bundesliga zu kommen zum 1. FC Kaiserslautern. Und der Friedel Rausch wird wissen, warum er ihn geholt hat. Da ist er. Pele Wollitz, Zimmermann und die Jungs wie hier zum Beispiel
Stefan Meissner, der gerade aus dem Bild verschwand, ein bisschen enttäuscht. Der hat noch die Fußballzukunft mit seinen 22 Lenzen vor sich. Und hier Gerd Roggensack, spät. Peter Winhoff, da kommen sie alle, Kalle Flipsen. Sie sind die Champions. So, die Treppe zum Erfolg. Jetzt war der Kapitän ein bisschen eilig und muss warten, bis die anderen nachkommen. War eine lange Saison. Nur kommt mal ran, sagt er. Ganz bescheidener Mann, Michael Klinkert. Hier erlebt er den Höhepunkt seiner Laufbahn. Peter Winhoff, Martin Dahlin, Karl-Heinz Flipsen waren da zu sehen. Und dem Herrn Bundespräsidenten Roman Herzog macht das sichtlich Freude, dass er viel vom Fußball versteht, hat er mit seinem kleinen Statement in der Halbzeit bewiesen. Patrick Andersson war das und hier Christian Hochstetter. Holger Fach, vielleicht verabschiedet er sich in die Nachbarschaft mit diesem Triumph. Ich sagte Ihnen, dass die Uerdinger ihn gerne zurückhaben wollen. Jetzt kommen auch die Ersatzspieler dran. Da haben wir gerade Bachirou Salou gesehen. Heiko Herrlich, was mag jetzt in ihm vorgehen? Die Antwort, die er eben Waldi Hartmann gab, war sehr clever, lässt aber alle Deutungen offen. In jedem Fall bleibt er bei der Borussia. Und hier sehen wir nochmal sein Tor. Das zeichnet den Torjäger aus. Auch im Stolpern bleibt er mit dem Blick nach vorne. Wunderbare Vorarbeit von Flipsen und hier Stefan Effenberg. Was hat er für ein Jahr hinter sich? Es begann alles mit dem Mittelfinger. Und dann hat er gesagt, ich gehe nicht ins Ausland. Ich will mich in Deutschland beweisen. Und hier kommt der Mann mit Bernd Kraus, meine Damen und Herren, der für mich der Trainer des Jahres ist. Einführung der Vierer Abwehrkette oder Perfektionierung. UEFA Cup Platz, Pokalsieg und der angeblich schwierige Effenberg. Nicht nur integriert, sondern Leitfigur. Und er hat das heute nochmal bestätigt nach der schönen Vorarbeit von Heiko Herrlich mit seinem 2:0 in der 61. Minute. Wie gesagt, Herrlich selber ließ dann später das 3:0 folgen. Die ganze Mannschaft Borussia Mönchengladbach hat wieder wie aus einem Guss gespielt, diszipliniert, solange es nötig war, aber dann auch begeisternd und jetzt selbst begeistert über den Erfolg nach so langer Durststrecke am linken Niederrhein. Sie gesehen, der Stefan Effenberg guckt sich mal genau an, als wollte er sagen, da passen wir noch ein paar Mal drauf. Zweimal stand die Borussia drauf, 1960, da spielte noch der Vater von Michael Fronzek, aber auch ein Albert Brülls und Brunks, der große Torjäger. Und sie sind die Nachfolger nach 73, als die große Mannschaft spielte um den dann scheidenden Günter Netzer. Ich will ihn gar nicht mehr hergeben, den Pokal, der Stefan Effenberg. Ich glaube, das war die Frau des Trainers, Bernd Kraus, die wir da kurz gesehen haben, eine Hockeyspielerin.
die auch sehr viel vom Fußball versteht, hätte man ruhig auch mal von vorne zeigen können. So, ich gebe mal schnell ab. Bernd Kraus, kann das sein, dass ich da ein paar Tränen sehe? Nein, ich schwitze ein bisschen, es ist doch sehr warm hier im Gedränge. Aber es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Gerade mit 38 mal schon Pokalsieger, bin ich schon sehr stolz drauf. Ich will jetzt nicht auf den alten Schlagzeilen rumreiten, aber Sie waren ja mal einer, der von irgendwelchen Wettern als einer, der als erster Flieg getippt worden ist. Das muss doch jetzt ein ganz tolles Gefühl sein, denen das alles zu zeigen. Ja, ich meine, dafür habe ich mich ganz gut gehalten. Ne? Also es ist keine Genugtuung, diese Wetten, das ist für mich alles Schwachsinn. Und diese Saison wird es wieder ein anderer sein. Ich halte davon überhaupt, dass man auf Leute, auf die Köpfe wettet. Schauen Sie mal, was man erreichen kann, wenn man sich davon nicht beirren lässt. Das ist wirklich toll. Als der Stefan Effenberg sein Tor geschossen hat, ist er auf Rolf Rüffland zugelaufen und hat gesagt, das ist einer derjenigen, der das mitgeschaffen hat. Wie setzen Sie sich in dem Steinchen, in diesem Rädchen ein, Sie persönlich? Ja, ich bin derjenige, der beginnt, da mit den Leuten zusammenarbeiten muss. Und es ist so, dass zwischen Manager und Trainer in Mönchengladbach ein sehr gutes Verhältnis herrscht. Wir sprechen alle Transfers ab. Und deswegen haben wir Erfolg. Alles klar, herzlichen Glückwunsch auch von uns, von der ARD. Danke, Bernd Kraus. Hat sich am Ende durchgesetzt. Es hätte eine riesige Woche für den VfL Wolfsburg werden können. Am letzten Sonntag zwar hier in Berlin gegen Hertha BSC gewonnen, aber den Aufstieg in die erste Liga knapp verpasst. Dann heute hier wieder die Chance, ganz groß einzusteigen. Auch heute dann doch endlich das Ziel, letztendlich das Ziel nicht erreicht. Wie viel psychologische Aufbauarbeit müssen Sie denn gerade leisten im Hinblick auf die neue Saison? Also ich glaube, der VfL Wolfsburg ist in den letzten Jahren ein Gipfelstürmer gewesen. Und das Jahr, dieses erfolgreichste Jahr des VfL Wolfsburg, wenn man am Ende hier gegen eine so klasse Mannschaft verliert, ich meine mindestens um ein oder zwei Tore zu hoch am Ende, dann brauchen wir nicht aufrichten. Wir haben was Großartiges geschaffen hier in Wolfsburg. Und diese Mannschaft war heute ein bisschen geschwächt in der einen oder anderen Situation, auch nicht ganz im Bilde. Aber da geht nichts dran vorbei. Wir haben eine riesen Saison gespielt und haben hier, ich denke, auch ein ganz ordentliches Spiel im Endspiel gezeigt. Und gefeiert wird trotzdem. Bitte? Gefeiert wird trotzdem. Natürlich. Wir schließen die Saison jetzt ab mit einer Träne im Knopfloch, wenn man das so sagen will. Und Berlin war eine Reise wert für uns alle. Und wir freuen uns und hoffen, dass wir das nochmal schaffen können. Vielen Dank, Herr Roggensack. Und ich gebe zurück zu Herbert Fassbender. Also auch Kompliment an Gerd Roggensack. Die Wolfsburger müssen jetzt keineswegs zu Christo gehen, der den Reichstag verhüllt hat und sich verhüllen lassen. Sie können hoch erhobenen Hauptes zurückfahren und sich auch in Wolfsburg feiern lassen. Natürlich hätte alles noch ein bisschen besser kommen können, aber dafür war dieser Gegner heute zu stark. Borussia Mönchengladbach, die hier auf der Ehrenrunde durch das immer noch prall gefüllte Berliner Olympiastadion sind. Mit Holger Fach. Und mit einem Freudentanz gebe ich noch mal runter zu Waldemar Hartmann. Ah, ich höre, dass wir doch noch dranbleiben. Dann genießen wir doch noch mal hier das Tor von Heiko Herrlich, der jetzt gleich stolpern wird. Das wissen Sie jetzt alle schon. Und dann trotzdem sein Tor macht zum 3:0 Endstand für Borussia Mönchengladbach. Und zum dritten Pokalerfolg für die Mannschaft vom linken Niederrhein. Und hier sind sie alle auf der Ehrenrunde. Das gehört dazu. Das schulden sie ihren Fans. Das schulden sie den Wolfsburgern, die ihnen jetzt auch zujubeln und ihnen gratulieren. Fand auch fair, wie der Roggensack das gemacht hat. Und auch die Neutralen hier klatschen jetzt dem Pokalsieger zu. So, das sind die letzten Bilder von der Ehrenrunde. Hier nochmal der lange Stadler und der Schütze des ersten Tores, Martin Dahlin. Sie können alle vom Pokal nicht lassen. Ich aber hier oben vom Mikrofon. Gerd Delling, bitte. Tja, meine Damen und Herren.